Ach ja, und weiter geht es in meinem wunderschönen Laden mit dem Card Shop Simulator. Und wir kaufen heute wieder ordentlich Karten und müssen die Sucht befriedigen, müssen Kartenpacks ziehen. Ich bin pleite, weil wir nochmal vergrößert haben, Tisch gekauft haben. Und ich habe keine roten Packs mehr. Ich würde sagen, ich öffne trotzdem nochmal ein paar. Und hoffen, dass wir jetzt gleich ganz schnell Geld machen, damit wir nochmal nachkaufen können. Weil wir haben die leider nicht mehr auf Lager, ne? Weil ich öffne die zu viel, ne? Ich öffne zu viele rote Packs. Aber meine Sucht, ne? Was soll ich sagen, Leute? Aber im Moment kriegen wir mal so 14er-Karten und so. Das feiere ich gar nicht ab. Keine Ahnung. Wir müssen irgendwie vielleicht doch die Preise ein bisschen runtersetzen, damit die schneller losgehen. Und dann verkaufe ich auf einen Kartentisch die alle, die so 10er und so kosten. Ja, wegen 28. Und die dann halt ein bisschen wertvoller sind, 30%. Die gebe ich dann auch nicht her. Ja, müssen wir mal gucken. Wir müssen erstmal gucken, dass ein bisschen Platz ist und dann machen wir Lucky Lucky. Ja, komm, wir verkaufen erstmal die doppelten, dreifachen, sechsfachen. Ihr wisst, was ich meine. Ich würde aber auch ehrlich ganz gerne die hier trotzdem verkaufen, ne? Die für 140 und so. Wir werden es trotzdem machen. Auch wenn es mehr Sinn machen würde, die so ein bisschen zu sammeln, aber ich will Geld. Ich will Geld, Leute. Was soll ich euch sagen? Hauen wir erstmal jetzt die billigen Kram weg. Wir haben ja mehr als genug davon. Und dann kümmere ich mich jetzt erstmal darum, dass wir wieder hier genug davon haben. Ich bin sehr pleite, deswegen müssen wir da erstmal auf 2 gehen. Sonst wird es, glaube ich, ein bisschen zu kritisch, weil wenn die jetzt hier einkaufen wollen, haben wir ein Riesenproblem. Deswegen helfe ich mal Johnny ganz kurz. Und dann regeln wir das schon. Dann kann ich ja trotzdem kommen. Wir haben hier voll gemacht und die öffne ich jetzt. Ganz einfache Geschichte. Und dann können wir gleich nochmal nachbestellen. Und das Lager füllen. Oh ja. Ich habe heute hier den Kunde bekommen. Niemals. Niemals. Er kann die schön teuer aus dem Regal kaufen. Kartentisch. Aber nicht so. Alle guten Packs sind für mich reserviert. Okay, kommt noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube leider nicht. Und die will keiner kaufen, obwohl ich habe die mittlerweile schon auf 50% Sale gesetzt, ne? Soll ich die noch weiter runtersetzen? Bringt das was? 6 Euro das Stück. Ich mache einfach mal. Wir werden sehen. Dann hole ich jetzt erstmal, wie gesagt, die Karten rauf, die wir doppelt, dreifach, millionenfach haben. Okay, hier. Ja, dann müssen wir die hier, ne? Von denen haben wir ganz viele. Jetzt komme ich hier nicht rum, ne? Ich voll Profi. So, weg mit der. Und dann öffnen wir nochmal. Draufspucken. Das. Warte mal, ein Stinker hat es durch. Er hat es durchgeschafft. Einmal draufspucken. Das bringt Glück. Glaub mir, jetzt kommt eine Geisterkarte. Wenn nicht. Dann einfach, weil ihr nicht geliked habt. Ja, komm schon. Ihr habt nicht geliked. Es liegt an euch. Eure Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Wieder mal. Gut, müssen wir irgendwas nachbestellen. Wir gucken erstmal hier. Das Karten, hier Kartentisch sieht gut aus. Ja, jetzt nicht vor mir laufen. Wir. Machen wir 10 oder 20%? Ja, komm. Mit 20 kriegen wir die auch los. Mit 20 pressen die uns auch die ganzen Karten weg. Wow, die haben mal im Ultra-Sale welche gekauft. Gelbe Würfel, rote Würfel. Machen wir mal, ne? Oder? Deckboxen meine ich. Warte. Na, komm, wir machen das erstmal so.
Teilen die erstmal brüderlich auf und dann passt das schon. Wir brauchen aber hiervon, von den Orangenen und von den Blauen. Das brauchen wir schon wirklich. Oder was packt ihr? Warte mal. Ach, du kleiner Hund. So. Der macht jetzt hier wieder nur Unordnung. Weg damit. Also brauchen wir noch irgendwas? Ich glaube, hier sieht es eigentlich gut aus. Die Sammelhefte gehen jetzt auch nicht so gut weg. Wir können vielleicht nochmal hier von den Matten, obwohl. Wenn die ein bisschen weniger sind, das passt auch noch. Machen wir es mal so. Dann hauen wir nochmal ein paar hiervon drauf. Zack. Bezahlen Rechnungen. 56 Cent noch. Sieht nicht gut aus. Na, oh, warte mal. Falsches Paket. Wir brauchen unbedingt... Komm, Nachschub. Oh, die Orangen sind auch leer. Das ist mir nicht aufgefallen. Die sind anscheinend auch aktuell sehr beliebt. Und hier dann die blauen. Komm. Machen wir so. Alles klar. Die öffne ich gleich. Und dann füllen wir erstmal hier nach. Damit wir die auch mal loswerden. Aber hier ist voll. Teuren Karten will keiner haben. Der Klassiker. Setzen wir die vielleicht ein bisschen runter. Ab 100 machen wir jetzt 30% und die unter machen wir 20. Okay, das kann man so lassen. Ich glaube, die ist schon auf 20, oder ja? Und die lassen wir alle. Ja. Das bleibt so. Da kriegt ihr mich nicht runter. Da kriegt ihr mich definitiv nicht runtergehandelt. Und dann können wir direkt nochmal, bevor ich das vergesse, zwei hiervon holen. Und die Rechnung bezahlen. Und jetzt kommt die neue Musik wieder. Jetzt groovt es wieder. Jetzt gleich groovt es. Ups. Den hast du aber nicht durchgeschafft, ne? Ja, wir haben sehr viele Tische, aber irgendwie sind die gerade nicht so, ja. Oh, grün, warte mal. Irgendwie sind die Leute nicht so unterwegs. Hätte ich noch grüne gehabt? Warte mal. Jetzt weiß ich nicht mehr, was habe ich da drauf gelegt? Ja, das ist doch ein bisschen blöd. Ach nein, da waren ja Food Sprays, warte mal. Was war das hier? Ne, da fehlt mir das, ne? Sind die schon wieder echt? Grünen? So schnell? Anscheinend ja. Wir haben doch bestimmt hier eine Furzmaschine, die... Noch nicht ganz... So. Grün, noch irgendwas? Grün, rot. Wäre auch nicht verkehrt. Boah, sind die teuer. Die Würfel gehen uns langsam auch aus. Die hatte ich doch vorhin. Hatte ich nicht einen. Ah ja. Hauen wir die einfach da rein. So.
Wie die oben sind, ist mal sehr unübersichtlich. Wir machen jetzt einfach die Bestellung, obwohl, warte mal. Die habe ich da, da, da. Sterne müssen wir noch da haben. Ja, machen wir einfach mal. Wir können ja immer noch nachbestellen. Ach so, fehlt noch ein bisschen. Gut, ich bin pleite. Wie immer. Aber wir haben noch schön Ware. Und Ware ist wertvoll. Ich brauche mehr Regale, aber... Naja, ihr wisst, was ich meine. Wenn wir das jetzt vergrößern, dann da auch nochmal Regale und so. Das sieht dann blöd aus, wenn wir so eine ganze Reihe nur mit Regalen haben. Ich würde nämlich gerne hier auch also Lagerregale. Ich würde nämlich ganz gerne hier noch so Dinge haben. Aber wenn wir die hier hinhauen... Wir haben hier ganz viele Tische. Wie regeln wir das hier? Fragen über Fragen. Okay. So. Ich öffne wieder ein paar. Ups. In der Hoffnung auf was Geiles. Nee, ich habe gesagt, was Geiles. Ich bin verflucht. Ah, es geht doch. Wenigstens eine, die mich nicht im Stich lässt. Sollte ich vielleicht doch die anderen Karten noch auf 20% hauen? Würde ich schneller weggehen, wir schneller Geld machen? Ich weiß es nicht. Überleg gerade, weil die gehen schon doch relativ langsam weg, ne? Ich meine, wir können ja sagen, die Tausender, klar, 30%. Komm. Die 300er nicht. Hier können wir sagen 20%. Woodspray können wir zack, direkt reinhauen. Wir halt so, die ab machen wir ab 330%. So. Das sollte doch alles funktionieren. So. Soll ich nochmal Packs öffnen? Ja, der hat hier einen chilligen Job, ne? Aber der auch heute. Oh, oh, oh. Jetzt kommen auf einmal ganz viele, die hier spielen wollen. Ernsthaft, die kommen jetzt um diese Uhrzeit, wenn wir gerade zumachen wollen. Es kann aber sein, dass wir das kaufen wollen, ne? Ein bisschen Karton drauf. Alter Johnny. Das war ja mal wieder klar. Der Junge bringt mich noch um. Er bringt mich noch ins Grab. Na gut, lassen wir die einkaufen. Ich öffne dann nochmal ein paar Packs. Und der Kollege kann dann abkassieren. Und dann werden wir noch... Oh, warte mal, hat gerade einer die 1600er Karte gekauft? Ah, ja, endlich. Auch wieder eine schöne Karte. Ich glaube, jemand hat die 1600er gekauft, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ja. Da muss ich gleich mal ein Auge drauf werfen. Alter, jetzt kaufen die auf einmal alle zum Ende ultra krass ein. Ja, die wurde gekauft. Nice. Da kommen die teuren, wie gesagt, die hauen die darauf. 20%. Und ab 300, wie gesagt, machen wir 30. Dauert dann halt alles ein bisschen länger, aber dafür lohnt es sich halt auch gewaltig, ne? Überleg mal, bei 1000... 10% sind einfach 100er mehr, ne? Das ist nicht gerade wenig. So. Hier wird ordentlich, ich brauche Nachschub. Jetzt weiß ich wieder nicht, was wir wo haben. Stellen uns die mal so hin.
schauen dann. Ein schwarzer Würfel. Den können wir doch wegschauen. So, rein damit. Ein Furzspray. Ist ja eh noch am Kassieren. Die haben wir, der haben wir doch noch da, oder? Jo, nee, hallo. Falsche Reihe. Okay. Ich bin noch ordentlich gekauft. Was ist heute los? Ja, nicht klauen, Sir. Ich hab sie im Auge. Ich glaube, dieser kleine Gauner wollte irgendwas anderes tun. Ach, guck mal hier. Die können wir ja umfüllen. Davon haben wir eh eine ganz volle, deswegen kommen die dahin. Oh nein, die sind einzeln. Da machen wir eben einmal. Ist leer? Gut. Nee, ich wollte einmal. Danke. So, fertig. Zumachen. Ja, ist doch ganz ordentlich. Gar nicht mal schlecht. So, wir öffnen einfach direkt den Laden. Wir brauchen wieder ein paar von den Dingern hier. Würde ich sagen, sollte ich mal ein paar ready machen, ne? So. Rein damit. Können wir da reinhauen? Vollen Karton davon brauchen wir eigentlich nicht. So. Also, blau, rot, alle, oder? Wir holen einfach alle, komm. Wir holen alle. Waren die hier? Ne, die waren hier, ne? Ja. Her damit, her damit, her damit und her damit. Let's go. Dann haben wir halt nochmal Vorräte, was soll's. Die können aber nach oben, die vermissen wir nicht. Da kann Johnny sich dann drum kümmern. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht noch einen einstellen können. Letzter Versuch. Der war Nachschub schnell. Könnten wir holen. Ist der hier sehr schnell. Den können wir was ab 30, deswegen holen wir den hier. Dann muss ich noch mehr Miete bezahlen. Täglich. Sehr schlau. Aber dann füllen die beide schnell auf. Dann kann ich vielleicht Johnny kündigen. Wenn wir den Dude dann gekündigt haben, sparen wir uns ja einen Typen, der hier rumläuft. Dann sind wir den endlich mal los nach so langer Zeit. Oder sollen wir beide lassen? Kommt der auch schon? Ist er das? Nee. War er nicht. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier auch erweitern können. Dann hauen wir hier halt noch mal ein paar Regale rein. Was soll's. Das mit den Regalen ist immer so ein Ultra-Problem. Nein. Oh, ist Johnnys Schädel. Ich sag, der Junge macht mir nur Probleme, ne? Okay. Ach, da ist er ja. Andrew Tate, du füllst die Regale auf. Ich glaube, Johnny kündige ich, oder? Wir lassen ihn erstmal noch. Und dann schauen wir mal. Nachschub, ich würde sagen, das ist erstmal noch alles. Oh, warte mal, hier oben die, ne? Das war, glaube ich, bei Zubehör. Nicht genug Geld. Ja, ich kann es auch trotzdem schon mal reinpacken. Ach so, nee, das ist freischalten. Ups. Wollte schon sagen.
glaube. Dass wir uns die hier auch nochmal holen sollten. Komm, wir holen alle. Was soll's, wir holen einfach alle. So. Alles klar. Hull. In die Ecke damit. Er macht es schon. Okay. Können wir irgendwas draufpacken? Ja, können wir. Okay, hier auch. Trotzdem schon mal Licht anmachen. Ich glaube, mehr Stromkosten sind es dann nicht, oder? Ich hoffe es. 20 und drauf und 20 und drauf und 20. So. Alright. Ja, Regale, Vergrößerung. Was brauchen wir denn? Level 30, ja super. Das kann noch ein bisschen dauern. Level 30, ein Regal, neue Ware, brauchen wir mehr Geld. Wir sind pleite. Das sieht nicht gut aus, dann machen wir einmal ein Pack Opening. In der Hoffnung noch mal was Geiles zu ziehen und damit dann viel Geld zu machen. Aber wie ich mein Glück kenne, sieht es heute nicht gut aus. Oh ja, doch, doch, okay. Ich nehme es zurück. Vielleicht habe ich ja doch ordentlich den Like-Button gedrückt. Das kann sein. Ich spüre Energien. Ich weiß noch nicht welche. Und wir haben fast Level 28. Oh ja, ja. Ich sag's dir, ihr habt den Like-Button gedrückt, Leute. Ihr habt es definitiv getan. Anders kann ich mir nicht erklären. Es war der Like-Button. Okay, letzte Paket und ja, 47 auch gut. Gefällt mir. Das war eine gute Hand. Eins. Super. Okay. Soll ich nochmal was öffnen? Können nochmal was draufpacken. Ich habe ja gesagt, erst ab 300 machen wir 30%. Machen wir immer 20. Außer die 17er und so, die machen wir für 10. Würde ich sagen. Oder wir machen alle Karten ab 20. Ab 20% verkaufen sich irgendwie alle gut. Alter, der ist gerade richtig am Reingreifen. Richtig am Reingrabben ist der. Einmal sind alle Karten so gut wie weg. Okay. Sehr schön. Die, lass mich raten, hat die von oben genommen, aber nicht von unten. Na doch. Glück gehabt. Okay. Der Mann ist gut. Er macht einen guten Job. Nicht so wie Johnny. Rote. Hab ich rote? Ach, warte mal. Ich brauche die. Jetzt auf einmal werden die gekauft, ne? Aber die mache ich einfach so rein. Also ich glaube, das ist kein Problem. Da brauchen wir keinen extra Karton. Die werden so reingehauen. Die Bulk-Dinger. Bulk-Packages. Ah, guck, kein Problem. Spare ich mir einen Karton oben. So. In Slow Motion. Wunderbar. Okay. Dann würde ich sagen, was machen wir jetzt? 4000. Ich wollte mir eigentlich noch was freischalten. Kann ich auch von der Seite hier? Ja, ne? Ah. Aber haben die einen Preis drauf? Sieht so aus. Hier kann man alles so lassen. Da, 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 da. Denn ich wollte mir was freischalten und zwar die hier. Und pleite.
muss jetzt nur ein bisschen für Platz sorgen. Jetzt habe ich keinen Karton, ne? Wahrscheinlich. Beine. Spitzkopf-Larrys. Sterne sind auch fast leer. Eieiei, Sterne. Schweine. Stinkerin. Das sieht alles gut aus. Wenn ich einen Karton, wo... hätte einen aufbewahren sollen. Jetzt habe ich zwar die neue Ware, aber habe ein kleines Problem. Weil wir hier nichts umsortieren können, außer ich will jetzt noch ein extra Regal kaufen. Und das hier hinhauen. Eigentlich brauchen wir es ja so oder so, ne? Warum nicht? Schauen wir, wie wir das hier alles machen. Dann hätte ich vielleicht die Sammelbücher. Obwohl, ne, die hätte ich gerne da weiter. Alter, die... Wenn man die in der Hand hat, sieht man gar nichts, ne? Stehen die beide da? Sag jetzt nicht, der kommt nicht raus wegen Johnny. Ernsthaft. Nee, ist er Buggy? Ja, nee, nein. Regal auffüllen. Ohne Etikett auffüllen? Nein, 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 nein. Nö. Achso, die haben nichts zu tun, ne? Oh, jetzt komme ich da nicht ran. Ich brauche einen leeren Karton. Wenn die jetzt hier wenigstens einmal Spitzkopf Larry rausnehmen würden. Oder ich mache es erstmal so. Nee, es passt auch nicht. Super. Ach doch, warte mal. Wir können ja den hier machen. Was tue ich da? Nein. Spitzkopf Larry. So, weil dann können wir hier sagen, ich würde die ganz gerne hier in alle in einer Reihe haben. Warte mal, wir können ja die eigentlich wegpacken, ne? Oder vier, ne, immer so Doppelreihen gefallen mir eigentlich ganz gut. Mache ich das so richtig? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Bald jetzt erstmal hier. Alles klar. Eigentlich die seltenen nach oben, ne? Muss ich noch umändern. Die Bücher passen da nicht rein. Klassiker. Ich hätte die Poster wegräumen sollen, ne? Egal, komm, Kartenhüllen erstmal hier hin. Poster, ich meine Matten. Nein, jetzt. Du kleiner. Na, jetzt wirft ihr mir den Karton weg. Warte mal. Die nach oben. Die hierhin. Die dorthin. Die dahin. Wo machen wir das anders? Ah, du bist so dumm. Andrew Tate. Ach Mann. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Die will ich nämlich gar nicht so haben. Ach, ich könnte ihn umbringen. Ich wollte das nämlich ganz anders haben. Nein! Ich raste aus.
Wo ist jetzt mit diesen Hüllen hin? Hä? Nein! Och, Mann! Nein! Oh nein! Ach, das ist so blöd. Habe ich wieder keinen Karton hier ready. Nice. Na gut, der Tag ist auch schon vorbei. Er ist noch am Kassieren. Ich hätte Karten wieder auffüllen müssen, aber jetzt hatten wir keine Zeit, weil wir so ein Genie am Start hatten. Ich wollte eigentlich nämlich zwei von denen hier in einer Reihe da unten haben. Jetzt weiß ich nicht, wo der Karton... Ah, der hat den weggeworfen, ne? Diesen Karton einfach weggeworfen. Jetzt habe ich ein Riesenproblem. Ich muss ja eigentlich noch die normalen Hüllen... Warte mal. Wo sind die? Habe ich die... Nee, die habe ich doch nirgends... Nee, das sind die ganzen Würfel, ne? Die Deckboxen meine ich. Ich habe... Hä, wo sind die? Achso, ich habe die da... Ah, ja. Wir haben ein Problem. Wir haben ein kleines Problem. Scotty, wir haben ein Problem. Dann packe ich die jetzt erstmal dahin. Dann müssen wir das leider ein bisschen anders regeln. Spitzkopf Larry nimmt jetzt leider sehr viel Platz weg. Jetzt hänge ich an der Mülltonne fest. Nice. Ja, Probleme. Da hat man neue Mitarbeiter und doch mehr Probleme als am Anfang. Schweine. Das können wir eben so machen. Hat er noch wem zum Bedienen? Geht er noch was kaufen oder gehen die raus? Geht er auch raus? Ah, der kauft noch was. Wir brauchen wieder Fledermaus. Wir brauchen wieder die gute alte Fledermaus. 32 noch einmal hin. Und die letzte, oder? 44 ist auch gut. Gut, dann machen wir da fertig. Ja, wie gesagt, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen umstellen und mal schauen, wie ich das Ganze machen werde. Ich brauche auf jeden Fall einen großen Karton, das werde ich jetzt erstmal aufbewahren. Mach mal fertig. Ja, komm, ich mach. Und dann haben wir auch Feierabend, ne? Keiner mehr da. Gut. Tag abschließen. Und dann... Würde ich auch sagen, was ist mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und auch kommentieren nicht vergessen. Und bis zur nächsten Folge wieder.